Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West und der lieben Aloy und mir. Und es ist schon wieder dunkel und ich sehe nichts und es wird, glaube ich, hell. Nein, es war nur der Nebel. Okay. Ist nur Nebel. Ich habe ja gesagt in der letzten Folge, dass wir jetzt hat. Oh, da ist noch eine Quest. Aber ich wollte die Brutstätte hier erkunden. Ich meine, das ist eine. Ich bin mir nicht sicher, aber das sieht aus wie eine. Also, ja, das ist bestimmt eine. Das muss eine sein. Hä, was ist denn hier? Sieht wie eine Brutstätte aus, aber offline. Ah. Der Ort scheint für die Tenakt eine rituelle Bedeutung zu haben. Offline? Deswegen wird die nicht als Brutstätte angezeigt, weil überall steht, also wenn wir eine neue auf der Karte haben, steht überall Brutstätte. Wo ist die andere? Da war doch noch irgendwo eine. Hä? Ich wollte gerade... Ah, hier. Hier zum Beispiel. Unbekannte Brutstätte. Ich dachte mir schon, warum da nichts angezeigt wird. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid. Ich hoffe, mein PC stürzt heute nicht wieder ab, ey. Ich glaube, das ist wegen OBS. Ich bin mir aber nicht sicher. Sonst stürzt es mein PC nie ab. Und jetzt ist es zweimal passiert während der Aufnahme. Und die war immer weg dann. Also kaputt. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht, während ich hier... Aber wenn die offline ist, dann werden wir da wahrscheinlich eh nichts machen können, oder? Hier scheint auch niemand zu sein. Bestimmt brauchen wir so eine Energiezelle oder so. Irgendwas brauchen wir, um da reinzukommen. Oh, weil sie offline ist, aber... Mal gucken. Mal gucken. Brutstätte Gemini. Oh, es geht doch. Das war nicht mein Plan. Ich wollte da voll cool runtersliden. Oh, Mann. Naja, so. So ist es leicht. Wir sind ja schon hier am Kern, also hier ist ja eigentlich... Den gleichen Weg zurück kann ich nicht nehmen. Irgendwo muss ein Ausgang sein. Oh, da ist er ja. Aber... Wie bringen wir die zum Laufen? Geht nicht, oder wie? Diese Musik, die macht mich ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ich habe Angst, dass jetzt jeden Moment hier irgendwie irgendwas um die Ecke kommt und... Hallo? Was soll das? Meine PlayStation ist halt auch so laut. Ich glaube, die gibt bald ihren Geist auf. Ich hoffe nicht. Da oben, wie kommen wir da oben hin? Da oben ist etwas, aber wie komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Mal Kühlsaft gab's da. Oh. Okay. Da können wir gar nicht hin, weil das ja nicht läuft. Hier ist eigentlich eine Tür, die wir auch nicht öffnen können.
Naja, die wird wahrscheinlich irgendwann mal wieder ihren Betrieb aufnehmen, oder? Wenn irgendwas passiert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gar nicht mehr geht. Oder? Kann ich da jetzt das Zeug holen? Oh, ich kann darüber. Jetzt? Jetzt kann ich da... Nee, das schaffe ich nicht. Ansonsten ist hier eigentlich... Oh, ich kann da noch hin. Ja, aber bringt mir nichts. Da war ich gerade. Ich gehe nochmal darüber, okay. Ah, nee, warte mal. Ich war ja dort. Will ich da hin? Ach, ich dachte, ich kann da... Jetzt? Schaut nicht so aus, als könnten wir da unten irgendwas machen. Moment. Und nu? Ich weiß nicht, wie ich jetzt... Wie ich da jetzt rauskommen soll. Anscheinend muss es ja irgendwie gehen. Was ist da hinten? Kann ich da vielleicht durch? Nee, von da komme ich doch, oder? Nee. Aha. Okay. Geschafft. Das war anstrengend. Sonst nichts? Vielleicht muss ich die Quest machen, um das... Also, ich muss bestimmt irgendeine Quest annehmen, um die... Ja, mal gucken. Ich gehe mal zu diesem Fragezeichen. Wo habe ich jetzt den Wegpunkt gesetzt? Naja, ich laufe einfach mal geradeaus. Mal gucken, vielleicht kriegen wir... Oh, da ist ein Langhals. Ist es der, den wir nicht... Ach Mist, es ist der, der immer noch dieses Schloss davor hat. Der hat bestimmt was mit der Brutstätte am Hut. Bestimmt müssen wir in der Brutstätte irgendwas machen, damit wir den... Weil die offline ist und der in der Nähe ist. You know? Was war denn das da? Und was zum Teufel ist das da hinten? Und was hat da gerade geblinkt? Moment, das muss ich mir mal anschauen. Bist du bald fertig? Ach, das ist die Quest. In deinem Alter war ich auch so ungeduldig. Ist alles okay? Was macht ihr denn hier draußen? Frag meine Großmutter. Ich habe meinen Wachdienst verlassen, um nach ihr zu gucken. Sie wollte die Blüten sehen und will nicht mehr weiter. Seit wann interessiert sie sich für Blumen? Nicht nur Blumen, mein Kind.
Es sind Scharlachstiele. Ihr Duft beruhigt die Nerven. Das hat mir vor vielen Jahren ein Utaru-Samensucher erzählt. Ein Utaru? Jetzt erzählst du Märchen. Wenn damals einer hier gewesen wäre, hättest du ihn direkt getötet. Konnte ich nicht. Ich sah ihn Blumen pflücken. Hier ganz in der Nähe, auf Tenakt-Gebiet. Ich wollte ihn niederschlagen, doch er hat gesungen. Gesungen? Kann mich nicht an die Melodie erinnern, aber an seinen Tonfall. Und an seinen Namen. Nilo. Er blieb damals für ein oder zwei Tage. Ich nahm den Wachdienst an, damit ich zu ihm konnte. Und er hat seine Rückkehr nach Rheinklang verschoben. Für die Blumen, sagte er. Sag mir bitte, dass ich nicht von einem Utaru-Gärtner abstamme. Beinahe. Beinahe. Aber meine Lust zu kämpfen war stärker. Und er musste zu seinen Leuten zurück. Ich dachte an das, was ich mit ihm gehabt hätte. Und ob er genauso denkt. Würde er mich gern in Rheinklang sehen? Oder nur einen Scharlachstiel annehmen? Es ist weit bis nach Rheinklang. Aber ich bin manchmal dort. Ich kann ein paar Scharlachstiele pflücken und sie Nilo geben, wenn ich ihn finde. Bitte. Er war dort ein Kräuterkenner. Ich weiß, viel Zeit ist seitdem vergangen. Doch ich möchte wissen, ich möchte, dass er weiß, du weißt, was ich meine. Ich glaube, ja. Eine alte Frau zu ermutigen? Warum machst du das? Warum nicht? Neuer Auftrag in voller Blüte. Sammle Scharlachstiele. Ja komm, dann machen wir das mal. Lala. Ich dachte, das war jetzt vielleicht was mit dem... Das hat jetzt vielleicht mit was mit... Glaubst du, sie wird Nilo finden? Ich dachte, es kümmert dich nicht. Tut es nicht. Nicht wirklich. Ich dachte, es hat was, die Quest hat was damit zu tun, dass die Brutstätte offline ist, aber nee. Ach, die Blümchen sind ja schön hier. Richtig schön, gefällt mir. Gibt es hier vielleicht irgendwas zu sehen? Da ist so ein Lagerfeuer. Oh, es war zu spät. Die Blumen sind so schön. Oh Gott, ist das so ein. Wie heißt was anderes nehmen als Frost. Donnerkiefer. Tschüss! Entsperrt. Überbrückungen nicht möglich. Wir können die noch nicht überbrücken, weil die Brutstätte offline ist. Bin ich mir ziemlich sicher. Auch für einen Moment die Aussicht genießen. Okay. Vor allem, wie die da einfach seelenruhig rumhocken. Wo? Hier? Während da? Ja, okay, der ist da hinten. Na, trotzdem. Oh, die Blumen sind so schön hier. Okay, Moment. Jetzt tun wir uns mal. Also, das ist hier in der Nähe, gell, die Blümchen? Okay, sammle diese Dinger. Okay, let's go. Wird uns das hier irgendwie... Wo weiß ich jetzt, wo so Scharlachstiele sind? Hallo? Ah, hier, oder? Ah, nee, das ist Grünglanz. Ah ja, cool. Den Grünglanz hebe ich mir für was Besonderes auf. Jan, wo ist das Zeug jetzt? Bin ich noch im Rad da? Nee. Hier vielleicht? Ja, ich glaube schon. Ja! Und hier wahrscheinlich auch, gell? Ja. Wo noch? Hier. Gefunden! Und jetzt müssen wir... Begib dich nach Rheinklang.
Meine PlayStation ist dauernd mit dem Internet. Hör auf. Tu das nicht. Boah, jetzt bist du nach Rheinklang. Gibt's da irgendwo ein Lagerfeuer? hier. Geil. Ich laufe da dann nicht hin, ist viel zu weit. Das mach mal nicht. So. Ladebildschirm dauert so lang heute. Warum ist die offline? Ich sollte den Kräuterkenner suchen. Vielleicht ist es Nilo. Ich könnte ihm die Scharlachstele geben. Ja, deswegen sind wir auch hier, du. Ich habe letztens geschaut wegen diesem Blinden, gell? Oh, Entschuldigung. Aber wir haben dem doch schon geholfen. Als wir das erste Mal nach Rheinklang gegangen sind, da habe ich dem doch geholfen. Das war diese, wie hieß die? Genau, mit ihrem Bruder oder Freund. Und dann habe ich ihm doch schon geholfen. Weil ich habe letztens hier rumgesucht und dann ist mir das wieder eingefallen. Der war ja blind. Oder hätte man dann noch was machen können bei ihm? Ich habe den nicht mehr gefunden dann. Keine Ahnung, das ist ganz komisch. Ja. Deswegen... Also ich habe den halt offline gesucht, weil ich ziemlich lange rumgelatscht bin und gedacht hat, hä? Das kann doch nicht sein. Ja, hier ist er. Fremde, was kann ich für dich tun? Du bist der Kräuterkenner, oder? Bist du Nilo? Nein, Nilo war vor meiner Zeit. Ich glaube, er ist nach Norden gegangen, nach Flusslied. Warum? Brauchst du eine bestimmte Salbe? Nein, aber jemand anders, auf eine Art. Danke, ich versuch's in Flusslied. Freut mich zu helfen. Das war's jetzt? Handeln. Schau dir meine Waren an. Was gibt's denn hier so? Ich kann ja auch was verkaufen, oder? Hier. Nur 200. Okay. Hoffentlich war das hier jetzt kein Fehler. Oh, warte, nein, ich wollte ja gucken, was er hat. Heilung für jeden Bedarf. Ja, ja. Zeig mal her. Ausdauertrank, das haben wir ja schon alles. Das benutze ich noch nie. Ich benutze nie Tränke. Ja, okay, wir haben alles. Cool, ciao. Ich hoffe, du findest den Flusslied, wonach du suchst. Pass auf. Darf ich raten, wir müssen jetzt nach Flusslied? Ja. Da. Boah, wie die alle rumhuschen, ey. Schnell weg hier. Warum ist da unten noch ein Ausrufezeichen? Die rote Fäulnis ist überall. Lau und Wenn. Oh. Wieder vereint nach dem Altholz. Scheiße. Oh nein. Oh nein, ich komme hier nicht mal weg. Okay, doch. Ups. Wo ist... Hier. Da ist sie. Die Jägerin, die mich gerettet hat. Zum Glück hat sie das. Hätte dich nicht allein lassen sollen. Genug davon. Wenn du geblieben wärst, wärst du tot. Und das wäre sinnlos. Er hat recht. Der Krallenscheiter war mörderisch. Danke, Fremde. Du hast uns gerettet. Ich hätte niemals mit der Schuld leben können. Und was kommt jetzt? Ein Donnerkiefer? Ein Sturmvogel? Eher ein Nickerchen. Dann schlaf gut. Du verdienst es. Was? Was für ein Nickerchen? Sorg dafür, dass sie in gutem Zustand sind. So, kann ich da hinreisen? So schnell? Ah, das ist hier oben. Verdammt.
geht nicht. Doch, R2. Ich kann da echt hinreisen. Und dann nicht, oder? Da ist ein Fragezeichen. Wenigstens ein bisschen. La la la. Ach, so. Dann gucken wir mal. Bin gespannt, was da dann ist mit dieser Brutstätte. Jetzt habe ich mir vorgenommen, ich mache jetzt die Brutstätte und jetzt geht die nicht. Das ist schon echt traurig. Hier war noch irgendwo ein Fragezeichen. Oder, hä? Ach, das sah nur so aus. Ich dachte, das war hinter der Werkbank. Aber das ist ja mein Vorrat. Okay, dann nicht. Wir müssen... Ups. Hoppala. Hoppala. Entschuldigung. Falsch. Oh, hier sind wieder so viele Blümchen. Die Blumen waren aber vorher nicht. Weißt du, spielt das gerade Frühling ist? Ja, okay, nein, Spaß. Das nein, weiß ich nicht. Weil bei uns blüht hier jetzt auch alles im Garten. So schön. Ja, okay. Das dauert noch ein bisschen. Okay, Flusslied. Ich sollte Nino suchen, ihm die Scharlachstiele geben. Nicht umpingeln lassen! Oh oh, Zeit zum Angriff. Was? Beschützt Flusslied! Ist sie da ins Gras gelaufen? Alles in Ordnung! Beschützt Flusslied! Er hört mehr! Krass, wie... Oh! Nicht umzingeln lassen! Lass sie nicht unser Zuhause schänden! Wer noch? Wer noch? Greif an! Durch dein Helmfall? Oh! Oh! Lasst sie nicht unser Zuhause schänden! Wer noch? Wehrt euch! Lasst sie nicht durch! Wir halt noch brennen währenddessen. Hoppala! Rebellenscharfschützen. So. Beschützt Flusslied! Oh, so gut. Nicht umzingeln lassen! Oh nein, ich brenne! Spart euch euer Lächeln für Aloy, zu Hause. Jung. Die Tenakt verstehen nur Stärke. Und die haben wir wirklich nicht gezeigt. Sie werden wiederkommen. Du hast diesen Kampf für uns gewonnen. Auf ein Wort. Ich will, dass alle den Pass verteidigen! Folge deine Krieger sind... Frisch wie der Frühling? Das sind Kinder, die mit Stöcken spielen. Es ist schwer, sie am Leben zu halten. Und es wird nicht leichter werden. Bisher haben die Rebellen nur Späher geschickt. Aber sie werden schon bald einen richtigen Angriff starten. Und wenn sie Maschinen mitbringen, dann werden wir mehr als nur eifrige Herzen brauchen. Du kennst dich wohl gut aus mit Tenakt-Taktiken. Als die Tenakt die Katscha-Räuber zurückschlugen, kämpfte ich an ihrer Seite. Die Tenakt lehrten dich zu kämpfen? Mehr als das. Sie lehrten mich, mit Metall zu arbeiten. Ich bin wohl der einzige Utaru, der das kann. Hätte nie gedacht, dass ich dieses Wissen mal gegen sie verwenden würde.
Hier können wir frei reden. Ist das jetzt wieder eine neue Quest oder ist das jetzt mit Nilo jetzt... Hm, ja, keine Ahnung. Mal gucken. Ja, dann lass reden. Ich suche hier jemanden. Einen eurer Heiler. Unsere Heiler helfen den Verwundeten. Wen du auch suchst, das kann warten, bis Flusslied nicht mehr angegriffen wird. Ja, das stimmt. Und? Wie ist der Plan? Der Plan ist, dass ich neue Waffen für meine Leute bauen sollte. Mein bester Kletterer, Vors, sollte Material vom Trommelwurz holen. Dort oben sind Breitschlunde, die ihre Metallschoten sehen. Aber seit der Störung sind sie so gefährlich wie die Kletterpartie da hoch. Vors ist noch nicht zurück. Wir müssen uns verschanzen. Und uns läuft die Zeit davon. Wenn die Retterin von Meridian uns noch eine Weile helfen würde. Du könntest uns besorgen, was wir brauchen. Du weißt, wer ich bin. Rotes Haar, Bogen. Kämpft besser als 10 Krieger zusammen. Man kennt dich. Und man weiß von deiner Meinungsverschiedenheit mit dem Chor. Hilft Reinklang nicht. Reinklang hat all die entfernten Siedlungen aufgegeben. Dann geht doch einfach. Die sind eindeutig mehr und besser bewaffnet. Ihr könntet gehen, dann wärt ihr sicher. Kennst du diese Blumen, die so klein und weiß sind? Wenn sie fallen, sehen sie aus wie Schnee im Frühling. Meine Tochter nannte sie Winterlied. Sie trug ihre Samen bis zum Tag ihres letzten Atemzugs. Jetzt wachsen sie im Wäldchen, im Herzen von Flusslied. Ich habe sie selbst gepflanzt. Ebenso die Samen der Brüder und Schwestern, die in den roten Raubzügen gefallen sind. Wir. Ich. Lasse sie nicht zurück. Kennst du so? Ich kannte die Kriegerin, die unsere Besten gegen die Kaja führte. Aber die so, die wieder zurückkam, denkt zu sehr nach über Dinge, die getan werden mussten. Ich halte nichts von Reue. Mein Beileid zu deiner Tochter. Die Raubzüge nahmen sie. Ich fand Frieden mit jedem Kaja, der vor meinem Speer fiel. Alles, was ich jetzt noch von ihr habe, wächst hier im Wäldchen. Mich vertreibt kein Tenakt. Tragen alle Otaru Samen bei sich? Wir bekommen sie kurz nach unserer Geburt. Nach unserem Tod werden sie begraben. Denn unser Tod bringt neues Leben hervor. So bleiben wir in Einklang mit dem Rhythmus der Welt. Hä, voll schön. Warum ist der Pfad hoch zum Trommelwurz so gefährlich? Diese Höhle versunkener Gänge und Abgründe können nur die Besten durchqueren. Er dient meinem Volk als sichere Zuflucht. Aber seit der Störung streifen Maschinen in den tiefsten Gängen umher. Aber dennoch leben Flusslied und der Hain von seinem Wasser. Wir sind mit ihm so sehr verbunden wie mit den Samen, die hinter dir wachsen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Q. Ich bin der Metallweber von Flusslied. Aber du musst eigentlich nur wissen, dass ich mein Volk am Leben halten will. Dank dir könnten wir eine Chance haben. Erzähl mir mehr von den Metallschoten. Sie sind schwer einzusammeln. Die Breitschlunde sehen sie. Man muss schnell sein und sie sammeln, bevor Erde und Wasser sie aufnehmen. Aber ihr Metall gehört zu den robustesten überhaupt. Ohne die Schoten ist unsere Chance zu überleben sehr gering. Wenn ihr partout nicht weg wollt von hier, dann werden wir wohl Waffen bauen. Ich danke dir. Dann mal ran ans Werk. Folge mir. Okay, los geht's. Mit diesen Schoten und viel Glück könnten wir am Ende vielleicht überleben. Hoffen wir, dass diese Sprosse es mit einem Maschinentrupp aufnehmen können. Er meint aber... Ich kann nicht überall sein und meine Gelenke sind auch nicht mehr die jüngsten. Sie haben sich wohl genau wie du entschieden, hier zu bleiben. Das wird auf jeden Fall der Kampf ihres Lebens. Fast geschafft.
Er meint, so können wir diejenigen verstecken, die nicht kämpfen können. Wenn wir fallen, werden die Tenakt sie früher oder später finden. Wir sind da. Darf ich jetzt mal eine Frage stellen? Er meint aber nicht die Metallblume, oder? Hier ist es. Hast du vielleicht noch Fragen? Nee, wir haben schon alle Fragen gestellt. Ciao. Ich bin bereit. Viel Glück. Komm zur Schmiede, wenn du fertig bist. Okay, gehe zur Spitze des Trommelwurzels. Tschüss, bis später. Ich sehe nichts, schon wieder so dunkel. Vorsicht, Fremde. Warum Vorsicht? Gefährlich? Ach, ich krieg dich schon hin. Ich sollte mir dann mal meinen Weg nach oben suchen. Ja, hier ist doch dein Weg. Oh, nein! Da war doch grad... Da war doch grad Dings, dass wir da hochklettern können. Aber jetzt bin ich daran irgendwie vorbei. Moment. Wo ist es hin? Hä? Ach, hier! Oh Gott. Hallo. Let's go! Hier geht's wohl weiter, irgendwo. Kann ich hier hoch? Ja. Was hat er gesagt? Ein Breitschlund bewachtes? Oder tut sie die nur säen? Hoffentlich müssen wir jetzt nicht gegen... Ich muss irgendwie da hoch. Ein Breitschlund kämpfen. Ich schaue nur schnell, was es hier noch gibt. Vielleicht entdecken wir ja was Schönes. Kriegen wir dann auch eine coole Waffe? Das wäre echt cool. Okay, hier ist schon mal nichts. Ich dachte, wir finden hier vielleicht was. Bitte, geht's hier hoch? Muss mal kurz schauen. Hier, oder? Nee. Wo? Ich höre hier doch wieder was. Kann ich denn hochklettern? Da ist eine Kiste. Die hätte ich gern. Wie komme ich da hin? Kann ich hier nicht hoch? Keine Chance. Wie komme ich zu der Kiste? Jetzt hier hoch. Nein. Hä? Hier ist doch irgendwo eine Maschine. Ich hab die doch gerade gehört. Wenn die so ist. Irgendwas rennt hier rum. Ich glaube, wir müssen doch hier lang. Hier rum. Das ist doch die Metallblume. Schaut das da. Also die Metallblume. Im ersten Teil, also Horizon Zero Dawn. Also wenn ich jetzt richtig liege, waren es ja diese Metallblumen, die dann so aufgegangen sind. Und da war dann irgend... Was war denn da drin? Achso, die konnte man sammeln, ja. CPU macht gerade Faxen. Okay. Jetzt kommt doch bestimmt was. Ich glaube, hier komme ich wirklich nicht durch. Jetzt kriegen wir dann das Werk. Es gibt wohl keinen einfachen Kletterweg nach oben in die Höhle. Aber wenn es hier Tunnel gibt,
könnten unter Wasser auch welche sein. Nein! Vielleicht führen die zu einem Weg in diese Höhlen da hoch. Nicht unter Wasser. Wir haben doch nichts. Wann kriegen wir eigentlich dieses Werkzeug, wo man Efeu hier wegsprengen kann? Die meine ich. Es geht nicht hoch, also vielleicht runter? Aber... Ich kann doch nicht tauchen, Leute. Ist das dein Ernst? Wir müssen da hoch. Q meinte, hier ist alles voller Tunnel. Manche auch unter Wasser. Ja, ja. Die könnten zu einem Weg nach oben führen. Ups, mal gucken. Oh, hier. Ja, dann ich versuch's mal schnell. Ich werd sowas von abnippeln. Oh Gott, ich sauf ab. Hilfe! Kletter hoch, schnell. Was machst du? Hallo. Oh Gott. Das ist dann wohl Vaus. Diese Wunden stammen von Maschinen. Ich sollte die Samentasche zu Q bringen. Sie bedeutet den Otaro wohl viel. Also es sind hier Maschinen. Okay, ich bereite mich schon mal selig und werkzeugmäßig darauf vor. Ich habe immer noch keine Zünder. Verdammt. Gräber. Die haben wohl auch Wauf getötet. Es bringt halt gar nichts. Das hat gesessen. Jetzt, die bringen schon eher was. Komm her. Jetzt irgendwie in die Höhlen hinauf. Warum redet die immer so, als hätte die einen Schal vorm Mund? Oh, Sprengpaste haben wir auch keine mehr. Verdammt. Sind hier noch welche? Nee, okay. Was ist da? Kann ich das mitnehmen? Was ist denn das? Ach so, das ist, Tarngebiet. Ah ja, okay. Was hast du da so dabei? Nicht das, was ich brauche. Okay, und jetzt muss ich da irgendwie hoch, indem ich hier bestimmt hochkletter. Nein. Dann hier. Ja, okay. Komme ich da rüber? Nee, ich komme da nicht rüber. Oder? Muss ja schauen, wo ich lang kann, bevor ich wieder 10-mal runterfall. Bitte nichts zum Schwimmen, ich kann nicht... großartig die Luft anhalten. Kriegen wir dieses Atemding, vielleicht bei einer Hauptquest? Das wäre doch voll doof. Weil wir brauchen das ja vorher schon die ganze Zeit. Oh, hier ist grün Glimmer. Ich verstehe das nicht. Bei welcher Hauptquest dann? Gibt es da irgendwas mit viel Wasser? Weil die wir als nächstes machen, die ist ja in der Wüste. Da werden wir das wahrscheinlich eher nicht bekommen.
Das ist alles nur... Was ist das alles? Ach so. Wie cool das hier ist. Hier ist eine Leiter, die werde ich mal vorsichtshalber runterlassen. Wer weiß, ja, wann wir die benötigen und hochklettern müssen. Weil ich ja gerne und oft irgendwo runterfalle. So. Achso, ich muss sowieso runter. Oder was? Nee, muss ich nicht. Ich muss hier runter. Wo war denn jetzt? Ach, Mist. Ach, ich muss sowieso da hoch. Komme ich von hier unten da hoch? Gut, dass ich die Leiter runtergelassen habe. Ich dachte, hier geht es nämlich lang. Hä? Es scheint aber auch hier lang zu gehen, oder? Tatsache, hier geht es ja... Moment, da... Nee, warte mal. Okay, da geht's raus. Aber... Moment mal. Da waren wir doch schon. Da sind wir doch runter. Wir waren... Da sind wir doch runter. Ach Gott. Hier sind wir jetzt. Okay. Wir mussten einfach nur den Weg gehen und die Leiter runterzulassen. Oder wie ist das hier? Nee, warte mal. Jetzt bin ich total verwirrt. Entschuldigung. Ich wollte die Leiter hochklettern, damit ich da dran komme. Genau. Ich war nur gerade leicht verwirrt, weil wir wieder am Anfang angekommen sind. Ich möchte da drauf. Komme ich da hin? Kann ich da klettern? Nein, kann ich nicht. Da oben kann man auch klettern. Ich würde gerne da hin. Ich würde auf jeden Fall gerne mal da unten hin. Komme ich da hin? Oh Gott, bitte ja. Ja. Nein. Oh Gott. Okay. Kann ich jetzt klettern? Nö. Ich kann hier nicht klettern. Das ist ja richtig doof. Aber... Da ist aber noch was. Hallo. Warte, Moment. Ich versuch mal... Ich muss da doch irgendwie hochkommen. Ich spring mal hier drauf. Das hat ja voll gut geklappt. Das hat super geklappt. Okay, ich spring jetzt hier drauf. Warte... Jawohl, okay. Und jetzt gucken wir mal, ob ich da hoch kann. Hä? Und jetzt? Hallo? Ha! Jetzt kann ich bestimmt darüber springen. Aber hier war doch... Oh Gott. Die wollte ich haben. So. Jetzt wieder hier hoch. Und jetzt hier rüber gleiten. Nein! Scheiße. Das war nicht mein Plan. Ich wollte da doch hin und dann da hoch irgendwo. Ach Mist. Moment, nochmal. Och Mann. Falsche Richtung.
Das ist schon richtig, oder? Ich will eigentlich da hoch, naja. Oder komm ich von da hoch? Moment, schauen wir uns gleich mal an. Warte. So. Hier hoch. Dann gleite ich wie eine Fee jetzt da drüber. So. Nein, nicht da lang. Hier und dann. Oh, nein, das mal. Oh. Kann ich da hoch? Ich komme da nicht hoch. Also hoch will sie anscheinend nicht. Okay, dann müssen wir wieder darüber. So. Kann jetzt hier hochklettern? Nein. Also hier kommt man nicht hoch, oder was? Was ist denn da? Aber da ist doch noch eine Truhe. Hm. Oh, hä? Ich kann von da oben... Ich kann hier rüber. Kann ich darüber springen? Moment, das muss ich jetzt versuchen. Oh Gott. Scheiße. Mann! Alle guten Dinge sind drei, gell? Nochmal. So. Jetzt aber Konzentration. So. Gleite erstmal darüber. Der Schildflügel hält. Ja. So, und jetzt kann ich bestimmt hier. Jawohl. Geht doch. Mann. Gibt's hier noch was? Nö. Auf jeden Fall erwarten uns gleich ein paar Maschinen, so wie ich das mitbekomme. Ja, ich höre die schon alle. Okay, jetzt hier hoch und rüber. Ah, ihre Kletterkünste sind ja immer so geil. Ich hoffe, wir fallen nicht runter. Super, das hätten wir schon mal. Oh, ich dachte, da steht jemand. So, jetzt hier rüber und dann da drauf. Oh, okay. Und jetzt... Wenn ich es richtig abpasse, könnte ich springen und mit dem Zugwerfer zur anderen Seite kommen. Oh nee, das klappt jetzt nicht. Ich verkacke das jetzt 100 pro. Achtung. Boah, ich hab's geschafft. Hier muss jetzt was richtig Cooles drin sein. Ja, okay, es geht schon. Okay, und jetzt? Und jetzt? Kann ich da hochklettern? Ich will nicht runterfallen. Ich kann da hochklettern. Okay, let's go. Geschafft. Juhu. Ist da jemand? Geschafft. Wo sind jetzt diese Breitschlunde? Die will ich gar nicht antreffen, ganz ehrlich. Ich verstecke mich schon mal vorsichtshalber. Okay, hier ist erstmal nichts. Da ist ein Fluss. Okay. Da unten, ich sehe sie schon. Ja.
Was mögen die denn nicht? Da sind sie ja. Diese Schoten, die sie auswerfen, sind wohl die, die Q braucht. Sieht aus, als könnte ich sie einfach aufheben, wenn sie zu Boden gefallen sind. Wenn ich leise genug bin, komme ich an sie ran, ohne dass die Maschinen mich sehen. Wir wissen ja, wie das ablaufen wird. Wenn ich leise genug bin. Ja, genau. Wie soll ich denn überhaupt hinkommen? Metalldüngerschote. Die schwimmen da rum. Warte, ich muss mir erstmal. Ich brauchte sehr viel Säure, um die zu erledigen. Da liegt nichts rum. Nur hier, wo er rumrennt. Ich muss 6 einsammeln. Ich markiere mir mal gerade mal seine Spur. Also er ist hier unterwegs. Den könnten wir theoretisch... Hilfe! Oh. Okay, warte mal. Wo liegen die denn rum, bitte? Da liegt eins. Also theoretisch muss ich ihm folgen. Aber das sind mir hier zu viele Gräber, deswegen versuche ich die auszuschalten. Aber der sieht mich jetzt dann, gell? Oh, ist das. Spawnen? Die spawnen, gell? Also die bleiben gar nicht da. Also muss ich theoretisch... Okay. Ich kann ihn überbrücken. Ich weiß nur nicht, wie lange er jetzt überbrückt ist. Achso, das ist da oben, gell? Okay. Der ist aber nicht lang überbrückt, ne? Und sobald er weg ist, sieht er mich dann? Also ist er dann gleich rot? Oh Gott. Der ist echt nicht lange überbrückt. Aber warum nicht? Warum war mein anderer... Ich hätte ihn killen sollen. Achtung, jetzt ist er wieder gleich normal. Ich will mir das nochmal kurz angucken. Ah, okay, interessant. Ja gut, dann machen wir einen stillen Schlaf. Weil den brauchen wir hier jetzt nicht. Gell? Dann ist der schon mal weg. Dann haben wir schon mal ein weniger. Der hat jetzt gemerkt, dass hier was nicht stimmt. Der hat einen liegen lassen. Da liegt noch einer. Wie geil ist das denn? Ich hätte die gern. Gehst du bitte weg? Kannst du bitte weggehen? Hau ab. Oh, geil, die kann ich jetzt nehmen. Kann ich jetzt einfach nehmen? Gut. Also gut. Das hat ja voll gut geklappt. Das hat gar nicht geklappt. Nein, mag ich nicht. Nein. Tschüss. Ja, wenn sie weiter... runterfallen. Die haben mir halt voll. Ah!
Ja, ich komme halt gar nicht an ihn, gell? An ihn dran. Sind das nur die beiden oder ist das auch der Große? Wo ist er jetzt? Ach, der Große ist noch unten. Okay. Ich habe Herzklopfen. Ich auch. Oh Gott, da unten steht er und guckt. Oder? Ach nee, das ist er gar nicht mehr. Das ist nur Licht. Okay, cool. Aber wer schaut dann? Ist da hinten noch jemand, der mich entdecken könnte? Theoretisch ist da jetzt keiner mehr, gell? Moment, ich schau mal schnell. Ist ja blöd, wenn ich ihn nämlich umbringe, weil das ist ja nicht Sinn der Sache, weil ich brauche ja die ganzen... Okay. Wird sowas von failen. Das sehe ich jetzt schon. Teilweise freigeschaltet. Hä, wie soll ich das jetzt machen? Warum ist er die ganze Zeit in Alarmbereitschaft? Das geht dann immer weg. Ja, okay. Scheiß drauf. Der uns hier eigentlich drin? Boah, ich weiß es nicht. Also zwei haben wir schon mal. Oh Gott. Ja, I don't know. Ich haben will, die. Ist der weg? Okay, warte. Gott. Das war jetzt zu laut, gell? Drei habe ich. Oh no. Was passiert hier? Oh oh.
Hallo, läufst du mal weiter? Hallo? Ach nee, der bleibt jetzt nicht ernsthaft stehen, oder? Wie kacke ist das denn? Ja, und jetzt? Ja, was ist jetzt? Ich brauche weitere. Ja, so ist es. Ja, keine Ahnung. Ich gehe mal ein bisschen weg. Vielleicht läuft er dann weiter, wenn es weg ist. Okay. Hier sind ja auch noch welche. Interessant, okay, warte mal. Jetzt kann ich kurz entspannen. Wenn ich da unten hinkomme, könnte ich theoretisch die hier immer einsammeln, wenn die hier. Okay, warte. Hier ist es viel einfacher. Ich schalte nur mal schnell ihn aus. Oh. Das war ja richtig dumm. Was für ein Fail. Und weil die ins Wasser fahren, erschwert mir das doch, finde ich, einiges, weil ich da ja so rumwarte und also so entlang warte und deswegen dauert es doch alles und dann. Hallo, schmeiß mal ein paar zu mir. Boah, die drei wären halt perfekt jetzt. Oh, kacke. Und dann einfach schnell abhauen. Und der eine ist schon weg. Warum sind die... Ah, okay, jetzt. Einmal nur und er ist weg. Ist ja mega cool. So. Und jetzt. Jetzt so. Ich wurschtel da schon seit 2 Stunden rum, ey. Nee, also doch nicht so lang, aber trotzdem. Stiller Schlag. Nee, danke. Oha, geil. Danke. So, jetzt brauche ich noch 2. Ich hab's gleich. Was? Ach Mann, es hilft ja nichts. Ich muss jetzt ins Wasser, ja komm. Ich kann ihn nicht überbrücken, gell? Da stand... Oh, geil! Wo ist die hin? Ganz ruhig, Aloy. Wo ist die hin? Ah, hier. Noch eine. Kann er hier noch eine herschmeißen? Ja! Oh ne, scheiße. Boah. Ach so, deswegen verschwinden die immer. Die werden
Die sammelt er selber wieder ein. Oh, die hat er gleich wieder eingesammelt. Hier ist noch eine. Die nehme ich jetzt. Die gehört jetzt mir. Achtung. So, hier alle. Tschüss. Das wären alle Schoten. Dann verschwinde ich mal. Eieiei. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab's geschafft. Okay. Upsa. Supi. Hier. Ich hab, was du brauchst. Keinen Moment zu früh. Was ist mit Vos? Ich hab seine Tasche wieder. Hoffentlich die letzte, die ich begrabe. Aber jetzt muss ich die Waffen vorbereiten. Hoffentlich wird das reichen. Wird reichen müssen. Ach so. Hä? Ach so, jetzt müssen wir auch noch... Cool. Ich seh nix. Keine Munition. Hä? Ich hab doch das ausgewählt. Du Trottel. Schützt die Samen der Gefallenen! Nein! Wie viel die auch aushalten. Drängen wir sie zurück! Die Stellung halten! Ja, wie sie halt immer noch lebt. Wie ich hier auch mitten drin stehe, gell? Kein Wunder, dass ich... Oh, hier ist eine Kiste. Ups. Unser Boss braucht uns! Wir waren zu lang. Ich hab nicht Kontakt zur Fremden. Schütz die Damen! Hä, ist ja voll doof. Ich dachte, dann wird der Gegner gleich. Oh, ich bin gleich tot. Geil. Toll, daneben. Der ist damit tot. Kommst du okay. Nicht davon. Wo ist der andere? Da hinten. Ich brauche Moni. Ich bin dran! Was? Nimm das! Das hier ist unser Zuhause! Oh, wie die halt mit Maschinen kommen. Warte mal. Dann nehmen wir doch gleich hier. Zack. Vielleicht klappt es ja ganz gut. So. Oh, voll daneben. Geil. Der Scharfschutzbogen legt voll langsam nach. Ist mir auch... Oh.
Oh, das war nicht gut. Ein Teil ist ab. Wow, wie viel Kraft er hat. Oche. Tschüss. Schützt die Damen der Gefallenen. Wow, wie nervig die alle sind. Schützt die Damen der Gefallenen! Halt's Maul. Ausweichrolle! Schnell! Hey, ich hab den doch jetzt die ganze Zeit getroffen. Warte mal. Ach so, die gehört zu uns. Unser Fall braucht uns! Du wolltest mir was sagen, bevor ich... Jo! Utaru! Für Flusslied! Utaru! Für Flusslied! Das ist unser Zuhause! An die Waffen, Aloy! Tja, ich hab doch hier ein paar... Schützt die Samen der Gefallenen. Oh, ich entschuldige, ich musste etwas machen. Hä? Du hattest was gesagt, bevor ich ging. Das stimmt. Utaru für Flusslied! Wow, ich tu die ganze Zeit daneben schießen, ey. Scheiß Gamepad, scheiß Backdoor. So kacke zum Zielen alles. Nur eine Ausrede, du bist eigentlich voll schlecht. Ihr seid hier nicht willkommen! Kann ich jetzt auch jetzt den Rest per Hand machen? Warum läuft denn niemand in meine Fallen? Der ist so toll gestellt. Ihr seid hier nicht willkommen! Wo ist der Rest? Schützt die Samen der Gefallenen! Das reicht mir jetzt. Wo ist der Rest jetzt? Ach, hier oben, den kriege ich so hin. Reicht mir hier. So. Noch mehr? Die Jungen wussten wohl doch, wie man schießt. Diesen Sieg schulden wir dennoch dir, Jägerin. Ich habe nicht so viel dazu beigetragen wie du, Q. Nur ein paar Teile gebracht. Aber dennoch sollst du den hier haben. Juhu! Er hat meinem Volk gedient. Und wird dir dienen. Ich pass drauf auf. Vorher sagtest du, du suchst einen Heiler. Ja, ein Mann namens Nilo. Nilo, rede mal mit Gia. Du findest sie bestimmt im Hain, jetzt da Flusslied wieder sicher ist. Danke, Kyo. Achte auf dich. Une Nilo. Sagte sie Nilo? Erhalten Kühes Scharfschutzbogen. Nebenquest abgeschlossen, die starken Wurzeln. Cool. Sehe ich jetzt im Inventar, was das für ein Bogen ist? Moment, Inventar. Hier. Scharfschutzbogen, ungewöhnlich, aus Kühs Metallweberei. Dieser Bogen kann schnell abgefeuert werden. Ja, und wird am besten auf kurze Distanz eingesetzt, um Maschinenteile abzureißen. Nach Verbesserung landet er häufig... Moment mal, ist ein Scharfschutzbogen auf kurzer Distanz... Und den wir haben, wo ist der? Hier. Jedoch wenig Schaden verursachen. Dieser Langstreckenbogen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nur, dass ich ganz dringend aufs Klo muss, weil ich so viel getrunken habe und das in der nächsten Folge mal bearbeiten werde. Ich guck mal, was ich mit dem Bogen mache. In der nächsten Folge werden wir auch weitermachen. Da sprechen wir mit Gia und finden hoffentlich endlich diesen Nilo. Ja, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich gerne mit einem Däumchen nach oben wissen. Und ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mehr von meinem Content sehen wollt. Genau, und bis zur nächsten Folge wünsche ich alles Gute und wir singen. Vielleicht.